Im ersten Thema des Themenbereichs 5 beschäftigen wir uns jetzt mit der Qualität von Prozessmodellen. Ich habe in der Einleitung schon erwähnt, dass sich ja grundlegend die Frage stellt, was das, was wir hier beim Modellieren machen, mehr ist es einfach nur Kästchen und Verbindungen dazwischen zeichnen. Genau auf diesen Aspekt, den wir ohnehin schon öfter diskutiert haben, möchte ich jetzt hier nochmal eingehen. Qualität von Prozessmodellen hat unterschiedliche Aspekte, werden wir gleich sehen. Qualität bedeutet, wenn man es jetzt runterbricht, wenn man den Begriff genau anschaut, ob ein Modell gut für den jeweiligen Einsatzzweck geeignet ist, und was auch immer dann gut meint, müssen wir dann halt genauer anschauen, wenn wir anschauen, was die Qualität eines Prozessmodells denn wäre. Dazu gibt es unterschiedlichste Ansätze. Ich habe irgendwann einmal eine Masterarbeit betreut, wo wir versucht haben, Qualitätsframeworks für Prozessmodellierung oder für konzeptuelle Modellierung im Allgemeinen zu vergleichen. Das haben wir irgendwie auf um die 20 Frameworks gekommen, die unterschiedliche Aspekte beleuchten. Wir fokussieren hier auf zwei grundlegende unterschiedliche Ansätze, werden wir dann gleich sehen, und aus einem dieser Ansätze greifen wir uns dann ein ganz konkretes Framework heraus, nämlich das 3QM-Framework. Das deswegen, weil es das tatsächlich bis heute fast einzige Framework ist, das wirklich operationalisierbar, in der Praxis anwendbar, ganz genau Richtlinien gibt, wie man die Qualität jetzt auch konkret messen könnte. Wir werden gleich sehen, viele dieser Ansätze sagen nur, worauf man achten muss, aber nicht genau, wie man erkennt, ob ein Modell gut ist. Das 3QM-Framework versucht zumindest oder macht einen ersten Versuch, diese Qualitätsaspekte, die wichtig sind, zu operationalisieren, nennt man das. Das heißt, die so praktisch anwendbar zu machen, dass ich im Wesentlichen anhand einer Checkliste das Modell betrachten kann und sagen kann, okay, hinsichtlich dieser Dimensionen, die da definiert sind, handelt es sich um ein gutes oder ein schlechtes Modell. Das bedeutet nicht, dass wir das 3QM-Framework jetzt auswendig kennen müssen oder dass das das einzig wahre Qualitätsframework ist. Es beleuchtet aber in seinen einzelnen Aspekten, seinen einzelnen Kennzahlen, die es definiert, ganz interessante oder ganz wichtige Aspekte der Prozessmodellierung, die man dann doch immer wieder im Hinterkopf haben sollte, wenn man Prozessmodelle erstellt. Bevor wir aber jetzt auf das 3QM-Framework kommen, vielleicht nur ganz kurz eine allgemeine Einführung. Es ist so, dass bei der Qualitätssicherung von Prozessmodellen, das ist natürlich ein Thema, wenn wir über prozessorientierte Organisationsgestaltung sprechen, dann braucht man auch qualitativ hochwertige Prozessmodelle, dass die Frage ist, was ist denn ein qualitativ hochwertiges Prozessmodell? Und dazu gibt es in der Literatur seit, würde mal sagen, so um 2000 herum, in der wissenschaftlichen Literatur erste Arbeiten dazu. Über die letzten 15 Jahre hat sich das ganz gut weiterentwickelt, und der Ansatz, den wir uns dann anschauen, der ist von 2012. Ob da kann man davon ausgehen, dass dieses Thema nicht fixfertig abgearbeitet, aber eine gewisse Reife erreicht hat. Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen sogenannten konstruktiven und analytischen Qualitätsmanagement-Frameworks für Geschäftsprozesse. Was bedeutet das? Konstruktive Frameworks beschreiben die Vorgehensweise, die man einhalten sollte, oder die Aspekte, auf die man achten muss, wenn man Modelle erstellt, um qualitativ hochwertige Modelle zu erstellen. Das heißt, die helfen uns nicht bei der Bewertung, sondern bei der Erstellung von qualitativ hochwertigen Prozessmodellen. Analytische Ansätze hingegen helfen uns nicht so sehr bei der Erstellung, sondern helfen uns dabei, im Nachhinein zu betrachten, ob ein Modell, das uns vorliegt, qualitativ hochwertig ist oder nicht. Wir werden sehen, dass gerade diese konstruktiven Ansätze, also die auf den Erstellungsprozess abzielen, zwar in sich stimmig sind, aber eher vage bleiben hinsichtlich dessen, was man konkret tun muss, damit es ein qualitativ hochwertiges Modell wird, hängt sehr stark dann auch noch von den Fähigkeiten des Modellierers oder der Modelliererin ab. Bei den analytischen Frameworks gibt es ebenfalls sehr vage Ansätze, die eher abstrakt bleiben, die auch wieder nur sagen, auf die und die Aspekte muss man schauen. Aber da gibt es eben dann unter anderem das 3QM-Framework, das ganz konkret wird, und deswegen betrachten wir das genauer.
Heißt aber nicht, dass diese konstruktiven Ansätze keine Daseinsberechtigung haben. Grundsätzlich können die sehr gute Inputs geben. Es gibt da zwei prominente Ansätze, die man im Hinterkopf haben kann, sollte. Das sind die sogenannten Grundsätze der ordnungsgemäßigen oder der ordnungsmäßigen Modellierung und das sind die Seven Process Modeling Guidelines. Und gerade die ersteren, die GOMs, die Grundsätze der ordnungsmäßigen Modellierung, die haben eine sehr weite Verbreitung erreicht, weil sie ja sehr allgemein sind und sind im Wesentlichen allgemein akzeptiert in der Community, dass die positiven Ausflug auf die Modellqualität haben. Es sind grundsätzlich einmal sechs Kriterien, auf die man achten soll, werden aber in der Literatur jetzt oder in den Arbeiten, die das Framework beschreiben, nicht viel genauer ausgeführt als das, was ich jetzt beschreibe. Allerdings grundsätzlich trotzdem im Hinterkopf behalten beim Modell erstellen, dann steigt die Chance, dass man grundsätzlich einmal ein qualitativ hochwertiges Modell erstellen kann. So, was sind diese sechs Kriterien? Der erste ist die sogenannte Richtigkeit. Richtigkeit bezieht sich auf das reale Bezugssystem. Wir haben gesagt, Modelle haben ja Abbildungscharakter, das heißt die Stachowiak-Modelltheorie, erinnern, Themenbereich 1, nochmal nachhören vielleicht im Thema 1.2, was ist ein Modell? Oder 1.1? 1.2 denke ich. Dann nochmal nachhören, Modelle haben Abbildungscharakter und die Richtigkeit bezieht sich darauf, wie korrekt ein Ausschnitt der Wirklichkeit im Modell abgebildet wird. Das heißt, dass im Modell nichts enthalten ist, was in der Wirklichkeit in dieser Form nicht beobachtbar wäre. Das zweite ist die Relevanz. Auch das lässt sich auf eines dieser Modelleigenschaften abbilden, nämlich auf das Verkürzungsmerkmal. Wir haben gesagt, ein Modell ist auch nie eine vollständige Abbildung der Realität, sondern enthält immer nur die Eigenschaften, die für den jeweiligen Anwendungszweck relevant sind. Und da haben wir dieses Kriterium der Relevanz. Das heißt, wir nehmen in unser Modell nur jene Inhalte rein, die für den Zweck, den wir verfolgen, auch tatsächlich relevant sind. Wenn es uns zum Beispiel nur um den reinen Prozessablauf geht, aber nicht um die Daten, die dort verarbeitet werden, dann werden wir Modellierungssprache wählen oder Modell bauen, in dem die Daten nicht enthalten sind, sodass wir uns auf die wesentlichen, für uns wesentlichen Aspekte beziehen können. Wenn es uns nur um die Kommunikationsvorgänge geht, dann werden wir eher kommunikationsorientiertes Modell bauen. Wenn es uns um den globalen Kontrollfluss durch den Prozess geht, dann werden wir eher wahrscheinlich ein prozessorientiertes Modell bauen. Die Wirtschaftlichkeit ist ein interessantes Kriterium, weil das Erstellen von Prozessmodellen natürlich auch Aufwand verursacht. Das kann man so weit treiben, dass das Erstellen des Prozessmodells mehr Aufwand verursacht, als es nachher in der Anwendung dann Arbeit erspart. Das heißt, ein gutes Modell ist nur dann gut, wenn es auch tatsächlich zu einem wirtschaftlichen Nutzen führt, das heißt, wenn der Erstellungsaufwand die tatsächliche nachher erzielte Ersparnis oder den Mehrwert, der generiert wird, nicht übersteigt. Das ist natürlich schwierig zu beurteilen, aber trotzdem im Hinterkopf zu behalten, natürlich könnte man unsere ganze Organisation in Modellen abbilden. Die Frage ist, steht sie dafür? Ja, die Frage ist, lässt sie das Ganze wirtschaftlich darstellen, dass man diesen Aufwand treibt? Und welcher Wert steht dem Ganzen gegenüber? Das wird vor allem dann interessant, wenn wir auf ARIS, Thema 1.4, zurückdenken, was darum gehen könnte, wenn man es denn in seiner Gesamtheit umsetzt, dass alle möglichen Aspekte der Organisation in Modellen abzubilden und die untereinander zu verknüpfen. Natürlich bringt das potenziell einen Mehrwert und natürlich erkenne ich da Optimierungspotenzial, wenn ich mir das anschaue oder auch potenzielle Bottlenecks zum Beispiel in meiner Organisation. Allerdings ist der Aufwand so hoch, dass sich die Frage stellt, erspare ich mir dann in der Anwendung so viel Aufwand damit, dass dieser Aufwand, der ins Modell erstellen gesteckt wurde, wirklich argumentierbar ist. Das nächste Kriterium ist die Klarheit. Die Klarheit bezieht sich jetzt auf die Nutzer, die Nutzergruppe ist auch wieder ein subjektives Kriterium, jetzt nicht auf organisationaler Ebene wie die Wirtschaftlichkeit, sondern auf die Modellnutzenden abgestellt. Die Frage ist, können die Modellnutzenden mit dem Modell was anfangen? Können die es lesen? Können die es interpretieren?
wenn ich in Modellierungssprache verwende, dass ich irgendwelche obskuren Modellierungselemente verwendet oder zum Beispiel auch so wie die BPMN irgendwie 50 verschiedene Varianten von Events anbietet, war jetzt etwas überzeichnet, aber ihr könnt euch an die Komplexität erinnern, stellt sich die Frage, ist die Klarheit für gegebenenfalls unbedarfte Nutzer oder Nutzer, die diese Modellierungssprache nicht kennen oder nicht so erfahren sind damit, noch gegeben? Oder nehme ich lieber eine einfache Modellierungssprache mit einem einfacheren Satz an Elementen, die dann vielleicht verursacht, dass die Modelle etwas umfangreicher werden, allerdings nach wie vor auch interpretierbar bleiben. Kommt immer auf die Nutzungsgruppe an. Kommt darauf an, ob ich Techniker mit den Informationen versorgen möchte, wie ein Informationssystem zu bauen ist, das meine betrieblichen Abläufe unterstützen soll. Kommt darauf an, ob ich vielleicht einfach nur die Abstimmung zwischen den arbeitenden Personen unterstützen möchte. Die Vergleichbarkeit geht jetzt auf die Modelleigenschaften an sich oder auf die Komplexität, die Aufbereitung der Modelle an sich. Modelle sollten so gebaut sein, dass sie untereinander vergleichbar sind. Betrifft vor allem den Sachverhalt, dass wir ja meistens eine Ist-Modellierung machen. Das heißt, wir starten im Geschäftsprozessmanagement-Zyklus damit, dass wir mal erheben, wie denn der Arbeitsablauf aktuell funktioniert und daraus dann ein Soll-Modell ableiten. Und dieses Soll-Modell sollte natürlich mit dem Ist-Modell irgendwie vergleichbar bleiben. Wenn wir ansonsten gegebenenfalls ein Problem haben zu erkennen, was hat sich denn auch tatsächlich geändert. Und das letzte ist der sogenannte systematische Aufbau. Der bezieht sich jetzt wiederum auf die Eigenschaften der Modellierungssprache. Ich habe manchmal Modellierungssprachen, die unterschiedliche Aspekte der Organisation abbilden können, oder ich habe ein Ensemble von Modellierungssprachen, so wie in der UML zum Beispiel, oder auch in der ARIS Suite, die unterschiedliche Aspekte von Organisationen, also die Aufbauorganisation zum Beispiel, dann die Prozesse, die dort laufen, die Daten, die wir in der Organisation verarbeiten, abbilden lassen. Und dementsprechend sollte ich diese Eigenschaften der Modellierungssprache oder der Modellierungssprachen, die ich verwende, auch in meinen Modellen konsistent verwenden und miteinander abstimmen. So, bleibt jetzt trotzdem relativ abstrakt das Ganze. Das ist auch bei dem zweiten Aspekt so, die 7 Process Modeling Guidelines, muss man Englisch aussprechen, sonst macht das G keinen Sinn hier. Die beziehen sich auf die Darstellung von Modellen. Die Darstellung von Modellen haben wir hier nur eigentlich in der Klarheit und in der Vergleichbarkeit ein bisschen implizit drinnen gehabt. Bei den 7 Process Modeling Guidelines von Herrn Mendling und seinen Kollegen, der sitzt an der WU Wien im Übrigen und arbeitet dort noch aktiv nach wie vor an der Verständlichkeit von Prozessmodellen. In diesen 7 Process Modeling Guidelines ist abgebildet, auf welche Aspekte der Darstellung von Modellen man denn achten muss, damit die übersichtlich bleiben. Die Qualität wird also hier an der Verwendbarkeit des Modells oder an der Übersichtlichkeit des Modells festgemacht. Das betrifft zum Beispiel Zahl der Modellelemente minimal halten, Zahl der ein- und ausgehenden Verknüpfungen minimal halten. Habt's jetzt in der Praxis ohnehin in den Übungen schon gesehen, wenn Sachverhalte komplexer werden, wenn viele Elemente zusammenkommen, viele Elemente untereinander verknüpft werden müssen, dann wird es irgendwann einmal unübersichtlich und das sollte man nach Möglichkeit minimal halten. Auch nur ein Start- und Endelement zu verwenden, das kann man durchaus in Frage stellen, weil wenn ich nur ein Endelement habe, habe ich dafür mehrere Kontrollflüsse, die alle zu diesem Endelement geführt werden müssen. Dem hingegen kann ich vielleicht mit mehreren Endelementen die Übersichtlichkeit erst recht wieder erhöhen. Also ist jetzt nicht in Stein gegossen, was hier steht, sind aber empirische Ergebnisse dahinter, das heißt Untersuchungen dahinter, die gezeigt haben, dass das offensichtlich sinnvolle Eigenschaften von Modellen sind oder sinnvoll ist es zu beachten, wenn man Modelle erstellt. Das habe ich ohnehin schon, also das predige ich auch immer.
Aufspaltungen des Kontrollflusses, zum Beispiel mit inklusiven Gateways, exklusiven Gateways, parallelen Gateways, mit dem gleichen Gateway wieder zusammenzuführen, damit die Übersichtlichkeit gewahrt bleibt. Aktivitäten mit einem Objekt und einem Verb zu benennen, auch das predige ich immer wieder. Also wirklich aktiv zu formulieren, auf jeden Fall ein Verb in der Aktivitätenbezeichnung drinnen zu haben, damit klar ist, was denn hier wirklich getan wird und mit dem Objekt zu kennzeichnen, was manipuliert wird. Die inklusiven Oder-Verzweigungen sollten hier vermieden werden, steht an dieser Stelle. Auch das deckt sich mit dem, was ich schon mal erwähnt habe. Oder das braucht man in der Praxis sehr selten. Meistens muss man sich die Beispiele eher konstruieren. Üblicherweise arbeitet man mit exklusiven Verzweigungen, also Alternativen oder Parallelisierungen. Um Modelle mit mehr als 50 Elementen zu unterteilen, auch das ist vielleicht ein sinnvoller Hinweis. Irgendwann wird es einfach zu unübersichtlich, wenn man es dann vielleicht ausdrucken möchte. Das heißt, das Modell zu unterteilen kann sinnvoll sein. Unterteilen kann ich es horizontal über diese Prozesskonnektoren, die fast alle Modellierungssprachen irgendwie, Prozessmodellierungssprachen anbieten. Heißt, ich kapp den Kontrollfluss an einer Stelle, habe nur einen Ausschnitt und wo der Prozess weitergeht, das habe ich dann einen weiteren Modell. Ich kann das auch mit Abstraktionen machen, ich kann Subprozesse ein- und ausklappen in der BPMN, ich kann so wie in der SBPM zum Beispiel die einzelnen Modellteile kapseln in das Verhalten der einzelnen Akteure und so auch wieder die Komplexität reduzieren. Insgesamt wären also das wieder Eigenschaften, auf die man achten sollte beim Erstellen von Modellen, sodass die übersichtlich bleiben. Die Qualität wird ja ausschließlich an der Übersichtlichkeit festgemacht im Wesentlichen. Wir haben gesehen, der allgemeinere Ansatz ist sicher, das sind diese Grundsätze der ordnungsgemäßen Modellierung. Aber auch hier bleibt es relativ vage, warum ein Modell denn dann gut ist, wenn es diesen Grundsätzen ordnungsmäßiger Modellierung genügt. Das wird etwas konkreter, wenn man sich die analytischen Qualitätssicherungsansätze anschaut. Und da greifen wir jetzt mal grundsätzlich einen Ansatz heraus, der dann im 3QM-Framework auch verwendet wird. Und das ist das sogenannte SQL-Framework. Das beruht auf der semiotischen Theorie. Semiotisch ist die Lehre von den Zeichen. Die Semiotik, die Lehre von den Zeichen, kommt aus der Linguistik eigentlich. Modellierungssprachen sind genauso Sprachen wie natürliche Sprachen. Und man hat bereits irgendwann in den 90ern versucht, mit den Werkzeugen der Linguistik Modellierungssprachen zu untersuchen und das einmal grundsätzlich in diesem SQL-Ansatz abzubilden. SQL steht für Semiotic Quality Model. Und hat im Wesentlichen drei unterschiedliche Dimensionen, die es betrachtet. Das ist die Syntaktik, die Semantik und die Pragmatik. Diese drei Dimensionen, die kommen aus der semiotischen Theorie und die sind im Wesentlichen ein Stufenaufbau darüber, wie denn natürliche Sprachen, hier Modellierungssprachen oder Modelle, verstanden werden können. Das Grundlegendste ist die Syntaktik. Die Syntaktik bezeichnet die Eigenschaften des Modells hinsichtlich der Modellierungssprache. Das heißt, in der Syntaktik ist beschrieben, welchen Zeichenvorrat wir überhaupt haben. Also das wäre die Notation zum Beispiel der BPMN, welche Elemente es dort gibt und wie die kombiniert werden dürfen. Also die Regeln, wie die einzelnen Elemente kombiniert werden dürfen. Dass also ein Prozess immer mit einem Startereignis beginnen muss, mit einem Endereignis enden muss, dass dazwischen ein durchgängiger Sequenzfluss sein muss. Das wären syntaktische Regeln. Auch, dass es zum Beispiel zwischen Pools nur Message Flows geben darf und innerhalb von Pools nur Sequence Flows. Auch das wäre eine syntaktische Regel. Bei der Semantik, also und syntaktisch korrekt heißt dann vielleicht, um da noch zu bleiben ganz kurz, syntaktische Korrektheit ist dann gegeben, wenn ein Modell den Regeln der Sprache entspricht. Also wenn zum Beispiel nicht der Sequenzfluss irgendwo mitten im Modell aufhört, unterbrochen ist, wenn ein Message Flow innerhalb eines Pools verwendet wird, wenn diese Fehler vermieden werden, dann haben wir ein syntaktisch korrektes Modell. Das, und das ist jetzt wichtig, das eindeutig auf Basis dieser Sprache interpretierbar ist. Das heißt, ich kann dann
das Lexikon der Sprache im Wesentlichen hernehmen, die Sprachdefinition hernehmen und mit dieser Sprachdefinition das Modell eindeutig interpretieren. Wenn die Sprache falsch verwendet wird oder inkonsistent verwendet wird, dann hilft mir das Lexikon nur mehr bedingt, weil man nicht genau weiß, was der Modellierer eigentlich gemeint hat. Das heißt, das wäre die syntaktische Korrektheit. Das ist einmal die Grundlage des Ganzen, das sollte gegeben sein. Die Semantik bezieht sich dann auf, jetzt kommen wir wieder zum Abbildungsmerkmal, auf den tatsächlichen Wirklichkeitsausschnitt, der im Modell abgebildet ist. Das heißt, die Semantik sagt jetzt aus, was das Modell inhaltlich aussagt, was das Modell inhaltlich beschreibt, bezieht sich also auf das abgebildete System, auf den Wirklichkeitsausschnitt, den wir im Modell haben, und prüft oder schaut darauf, ob diese Abbildung inhaltlich korrekt ist. Das heißt, wir gehen schon einmal davon aus, dass die Syntaktik gegeben ist, dass die korrekt ist, syntaktische Korrektheit gegeben ist, dann können wir schauen, ist jetzt auch noch die inhaltliche Abbildung korrekt. Wenn wir in der Syntax schon Fehler haben, dann mag es vielleicht schwierig werden zu beurteilen, ob tatsächlich der abgebildete Wirklichkeitsausschnitt korrekt abgebildet ist. Weil wenn wir nicht eindeutig interpretieren können, was im Modell drinnen steht, dann ist auch schwer zu interpretieren, ob das mit der Realität zusammenstimmt. Was auch an dieser Stelle klar wird, ist, dass man, um die semantische Qualität eines Modells zu beurteilen, das Bezugssystem auch kennen muss, wo man bei der Syntaktik ausschließlich die Modellierungssprache kennen muss. Das heißt, das kann man unabhängig davon, ob man sie in der modellierten Domäne auskennt oder nicht, beurteilen. Braucht man für die Beurteilung der semantischen Qualität Kenntnis darüber, was abgebildet werden sollte. Das heißt, ich muss entweder den Arbeitsprozess selbst kennen, ich muss irgendwo eine verbale Beschreibung zum Beispiel haben und kann dann checken, passt das Modell mit der verbalen Beschreibung zusammen. All das wären semantische Qualitätsaspekte. Und das Letzte ist dann die Pragmatik. Das bezieht sich auf die Interpretation des Modells. Das heißt, auf den Nutzen des Modells für die jeweilige Person, die das Modell nutzt. Also jetzt wird es noch ein Stück weit subjektiver oder unterscheidbarer zwischen unterschiedlichen Anwendergruppen, wo die Syntaktik ganz objektiv von jedem grundsätzlich prüfbar war, der die Sprachdefinition hat, wo die Semantik nur von jemandem prüfbar war, der das Bezugssystem kennt, kommt es bei der Pragmatik jetzt darauf an, wie denn der Modellnutzende das Modell einsetzen will und wie nützlich das dann dafür ist. Also da wird es jetzt eher schwierig zu beurteilen, ob ein Modell pragmatisch hohe Qualität hat, weil das sehr stark davon abhängt, wer das Modell nutzt. Beziehungsweise kann ich die pragmatische Qualität immer nur in Bezug auf eine konkrete Person beurteilen. Und damit sehen wir schon, es ist vielleicht ein bisschen schwer messbar, wie die einzelnen Dimensionen denn konkret beurteilt werden können. Oder es wird immer schwieriger, je höher rauf wir kommen. Syntaktik geht es vielleicht noch, bei der Semantik wird es vielleicht schon schwieriger, bei der Pragmatik wird es ganz schwierig. Das heißt, hier in dem 3QM-Framework, das wir uns gleich anschauen, schauen wir uns nur noch an, welche Voraussetzungen müssen denn gegeben sein, dass grundsätzlich hohe pragmatische Qualität erreicht werden könnte oder hohe semantische Qualität erreicht werden könnte. Das heißt, was kann denn das Modell dazu beitragen, um hohe pragmatische Qualität zu erreichen? Es sind keine hinreichenden Qualitätsbedingungen, das heißt, die machen ein Modell nicht automatisch pragmatisch hochqualitativ, aber notwendige. Die müssen gegeben sein, damit ein Modell hohe pragmatische Qualität haben kann. So, gehen wir ein bisschen ins Detail. Wichtig ist aber dieses Framework von Syntax, Semantik, Pragmatik. Das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf haben. Das braucht man auch immer wieder. Das kommt bei der Softwareentwicklung genauso ins Spiel. Also diese drei Dimensionen habe ich genauso bei Programmiersprachen. Die habe ich immer dann, wenn ich mich mit natürlicher Sprache auseinandersetze, wenn ich mich mit Kommunikationsakten auseinandersetze. Das ist grundsätzlich einmal ein sinnvolles Framework, das man im Hinterkopf
behalten soll mit diesen drei Dimensionen Syntax, Semantik, Pragmatik, sollte man einfach grundsätzlich was anfangen können als Wirtschaftsinformatiker. Im 3QM-Framework wird jetzt dieses SQL-Framework hergenommen, habe ich gesagt, und versucht herunterzubrechen, was denn Merkmale eines Modells sind, die auf die unterschiedlichen Qualitätsaspekte schließen lassen. Das heißt, wir definieren jetzt im ersten Schritt Merkmale, die syntaktische Qualität, die semantische Qualität und die pragmatische Qualität beschreiben und hinterlegen in weiterer Folge dann, nächsten Schritt, diese Merkmale mit konkreten Kennzahlen, anhand derer man festmachen kann, ist dieses Merkmal des Modells gegeben oder nicht, beeinflusst es eher die Qualität eher positiv oder negativ. Die standardmäßige Darstellung aus der Publikation, wo das erstmals verwendet wurde, ist diese Fischdarstellung. Man kann es etwas schlecht lesen, ich gehe es deswegen durch. Wir haben hier an der Spitze die Modellqualität allgemein und haben dann die drei Dimensionen, die Syntaktik, die Semantik und die Pragmatik. Wir sehen auch hier schon, dass die Elemente der Syntaktik relativ kompakt sind, weil sie sehr eindeutig beurteilbar sind, dass die Elemente der Pragmatik relativ kompakt sind, weil es da nur wenig gibt, was man direkt am Modell festmachen kann, und dass am umfassendsten sind die semantischen Elemente, weil es hier einfach dann um inhaltliche Abbildungen, die im Modell enthalten sind, geht und man die sehr detailliert abstimmen kann, wenn man das Bezugssystem kennt. So, wir bleiben einmal bei den grauen Kreischen. Die weißen sind dann die konkreten Metriken, die Kennzahlen, an denen man festmachen kann, ob ein Merkmal gegeben ist oder nicht. Wir bleiben einmal bei den Merkmalen an sich. Geht jetzt gleich nochmal genauer dann drauf ein, aber grundsätzlich haben wir bei der Syntaktik drei unterschiedliche Betrachtungsebenen: die Wort-, die Satz- und die Textsyntax. Das heißt, wir betrachten das Modell mal Wortsyntax auf die einzelnen Elemente bezogen, Satzsyntax auf die Verwendung eines Elements in dessen unmittelbaren Zusammenhang bezogen. Bei Satzsyntax, wenn wir auf natürliche Sprache schauen, würden wir ein Wort innerhalb des Satzes anschauen. Und bei der Textsyntax betrachten wir Elemente in deren gegenseitigen Beziehungen im gesamten Modell. Das heißt, wir würden dann auf den Aufbau des gesamten Modells schauen. Bei der Semantik kommen ein Stück weit diese Modeling-Guidelines wieder zum Tragen, oder die Grundsätze der ordnungsgemäßigen Modellierung, die wir zu Beginn besprochen haben, zum Tragen. Wir haben zur Beurteilung der Semantik zu beachten die Korrektheit der Abbildung, das heißt Bezugssystem. Wir haben die Relevanz zu beachten, das heißt, ist im Modell nur das enthalten, was auch wirklich relevant ist. Wir haben die Vollständigkeit zu betrachten, auch das natürlich bezogen auf das Bezugssystem. Und wir haben die Flexibilität zu betrachten, das heißt, werden wir dann nachher gleich dazu kommen, als Zusatzkriterium zu den ersten drei, wie flexibel ist das Modell in Bezug auf die Realität zu verwenden, kann ich damit auch bei geänderten realen Rahmenbedingungen nur irgendwelche Aussagen über die Realität treffen. Und bei der Pragmatik haben wir gesagt, können wir ja nur die Aspekte abbilden, die grundsätzlich ermöglichen, dass wir hohe pragmatische Qualität erreichen. Das heißt, die es Interpretierenden ermöglichen, das Modell auch wirklich gut zu verstehen. Und da haben wir die Verständlichkeit und die Eindeutigkeit als Merkmale, die wir betrachten. So, in dieser Beschreibung kommt jetzt da, also im Skriptum kommt jetzt da eine detaillierte Beschreibung aller einzelnen Merkmale, noch nicht der Metriken, die schauen wir uns noch an, der Merkmale, die dann an diesem Modell auch festgelegt oder festgemacht werden anhand von positiven Beispielen. Das heißt, diese grauen Hinterlegungen mit diesen römischen Ziffern, die sind im Text immer wieder referenziert und man sieht in diesem Beispielmodell jeweils ein Positivbeispiel. Bedeutet zum Beispiel, dass, wenn wir gleich ins erste reingehen, dass beim Qualitätsmerkmal der Syntaktik
die Wortsyntax, einmal hier, die Satzsyntax und die Textsyntax zum Einsatz kommen, das haben wir erst oder noch, die Textsyntax, und dass sich die Wortsyntax zum Beispiel darauf bezieht, dass die Formvorschriften des Lexikons eingehalten werden, das heißt, dass es nur Elemente im Modell gibt, die auch tatsächlich im Sprachumfang in der Notation definiert sind. Bedeutet, wenn ich die BPMN verwende, dann kann ich nicht irgendwelche komischen Rauten zeichnen, die es in der Sprache gar nicht gibt, vielleicht, sondern darf nur die Elemente verwenden, die auch tatsächlich in der Sprachdefinition enthalten sind. Und wir haben dann hier, steht noch oben stehende Abbildung, die kommt erst danach. Allerdings bezieht sich auf das, das ist ein kleiner Fehler, mit der römischen Ziffer 1, und wir sehen dann hier ein Positivbeispiel dafür, dass Ereignisse immer mit einem Kreis zu repräsentieren sind. In der BPMN wäre ein Beispiel für die Wortsyntax. Also es gibt Ereignisse und es gibt dazu das Konstrukt des Kreises, das immer zu verwenden ist, wenn ein Ereignis abgebildet wird, und es gibt diese Rechtecke mit den abgerundeten Ecken. Das wären zum Beispiel dann Beispiele für die korrekte Verwendung von Tasks. Es gibt aber zum Beispiel keine schräg gestellten Rauten, so wie wir es aus Flowcharts kennen. Wenn man sowas verwenden würde, dann wäre es eine Verletzung der Wortsyntax und dann würde damit die Qualität des Modells reduzieren. Die Satzsyntax betrachtet die unmittelbare Verknüpfung von einzelnen Elementen, also Wörtern, zu größeren Einheiten entsprechend der Grammatik. Das heißt, hier kommen jetzt die Regeln ins Spiel. Hier kommt ins Spiel, was die BPMN zum Beispiel aussagt darüber, dass ein Prozess immer mit einem Startereignis beginnen, mit einem Endereignis enden muss, dass es einen durchgängigen Sequence-Flow geben muss, dass innerhalb eines Prozesses nur Zwischenereignisse zum Beispiel zum Einsatz kommen dürfen. Das wären die Regeln, wie die einzelnen Elemente zu verwenden sind. Hier haben wir ein Beispiel bei 2, das ich eh schon erwähnt habe. Innerhalb eines Prozessablaufs dürfen nur Zwischenereignisse auftreten, also keine Start- und keine Endereignisse. Wiederum ein Positivbeispiel, da ist das korrekt modelliert. Letztendlich die Textsyntax. Die bezieht sich jetzt nur Ebene weiter oben auf, wenn diese Regeln schon eingehalten werden, auf die Verknüpfung einzelner Elemente innerhalb des Sprachumfangs. Auch hier zum Beispiel, also auch wieder trotzdem regelbasiert, allerdings nicht nur auf das einzelne Element bezogen, sondern auf Regeln, die sich auf mehrere Elemente beziehen. So muss man es eigentlich ausdrücken, haben wir zum Beispiel hier, wenn es um Gateways geht. Wenn es ein öffnendes Gateway gibt, das ein exklusives Gateway ist, dann muss es auch ein schließendes Gateway geben, das ein exklusives Gateway ist. Ich darf die nicht einfach anders kombinieren, ich darf nicht ein öffnendes exklusives und ein schließendes paralleles machen zum Beispiel. Das funktioniert nicht, das wäre eine Verletzung der Textsyntax und wird auch hier wieder die Qualität, die syntaktische Qualität des Modells reduzieren. Damit kommen wir schon zur Semantik. Und in der Semantik haben wir diese Untermerkmale, die sich an den Grundsätzen der ordnungsmäßigen Modellierung orientieren. Bei der Vollständigkeit geht es darum, dass alles, was ich brauche, um die Wirklichkeit zu verstehen, auch wirklich enthalten ist. Das ist jetzt relativ abstrakt. Ich muss natürlich das Bezugssystem jetzt kennen, habe entweder textuelle Beschreibung oder kenne das reale Bezugssystem. Hier Beispiel 4, das in diesem Modell eingebettet ist. Dass alle relevanten Aktionen im Prozess auch tatsächlich abgebildet sind für den jeweiligen Einsatzzweck. Das heißt, dass ich einen Lieferanten jetzt an dieser Stelle auch wirklich auswählen muss, bevor ich ihn beauftragen kann. Wenn das fehlen würde, und es muss aber in der Realität passieren, dann wird das die semantische Qualität des Modells reduzieren.
Wir kommen dann zu den konkreten Metriken ohnehin noch. Die Korrektheit bezieht sich jetzt darauf, dass das, was im Modell drinnen steht, nicht nur vollständig sein muss, sondern auch korrekt im Sinne des Verhaltens der Wirklichkeit. So muss also zum Beispiel die Reihenfolge von Aktionen korrekt sein. Das heißt, wenn in der Realität die Auswahl von Lieferanten vor der Beauftragung kommen muss, klarer weiß irgendwie, dass das so sein muss, dann muss das auch im Modell in dieser Reihenfolge abgebildet sein. Oder hier Beispiel 5 zum Beispiel. Wir haben hier ein angeheftetes Ereignis, dass wenn denn Mittel reserviert werden, Lehrmittel reserviert werden, also es geht hier um die Verwaltung einer Universität und von einem Institut werden Räume reserviert, Lehrmittel werden reserviert und wenn diese Mittel nicht verfügbar sind, dann kann ich hier nicht weitermachen. Das muss dementsprechend auch abgebildet sein. Das darf nicht fehlen, das wäre das Vollständigkeitskriterium. Und dass es hier zu einem Abbruch kommen kann und was dann passiert, das muss abgebildet sein, das muss auch natürlich korrekt sein. Wenn es hier also nicht einfach enden würde, sondern wenn es hier zu einer Urgenz zum Beispiel bei einer höheren Instanz kommen würde, dann müsste das Modell anders ausschauen. Sonst wäre das Kriterium der Korrektheit verletzt. So, wir haben jetzt hier noch die Flexibilität. Hier geht es jetzt abweichend von den Grundsätzen der ordnungsgemäßigen Modellierung darüber, wie flexibel das Modell auf geänderte Rahmenbedingungen in der Realität anwendbar ist. Das hängt vor allem auch davon ab, und an dem wird es hier festgemacht, ob mögliches Parallelisierungspotenzial genutzt wird. Ich habe vorher schon erwähnt, bei der Korrektheit spielt mit rein, ob der Sequenzfluss in der richtigen Reihenfolge abgebildet ist. Wenn es keine inhaltlichen Abhängigkeiten von unterschiedlichen Aktivitäten gibt in einem Modell, dann können die, haben wir ja besprochen schon mal, grundsätzlich parallelisiert werden. Also die könnten parallel ausgeführt werden, wenn wir ausreichend Personalressourcen zum Beispiel oder Maschinenressourcen zur Verfügung haben. Dementsprechend möchten wir dieses Potenzial auch nutzen oder steigert es die Qualität des Modells, wenn dieses Potenzial genutzt wird, wenn das Modell entsprechend konzipiert ist. Das heißt, die Flexibilität wird dann gesteigert, wenn es keine inhaltlichen Abhängigkeiten zwischen Aktivitäten gibt, auch eine Parallelisierung entsprechend abgebildet ist. Das sehen wir hier im Beispiel 7. Da haben wir genau das. Unabhängige Kontrollflüsse sollten nicht sequenzialisiert werden. Das heißt, wir hängen da bei Beurteilungen und Lieferantenseiten senden und kann es jetzt nicht lesen. Die Bestellung an den Antragsteller senden, Bestellnotiz an den Antragsteller senden. Das ist unabhängig voneinander ausführbar, deswegen wird es hier auch parallelisiert. Die Relevanz bezieht sich jetzt darauf, dass in unserem Modell wirklich nur jene Aspekte drinnen sind, die wir auch im Sinne des intendierten Nutzens wirklich benötigen. Als Beispiel nehmen wir hier das Beispiel 6 her. Wo ist das? Wenn hier zum Beispiel nur abgebildet ist, dass die Ware ausgegeben wird, dann ist vielleicht für die Verständlichkeit des Modells es sinnvoll, auch zu modellieren, wer die Ware erhält, nämlich in diesem Fall der Lehrstuhl. Das heißt, wir haben hier eine Aktivität Ware empfangen. Das ist deswegen relevant, dass Modellnutzende auch wissen, wohin die Ware übermittelt wird. Deswegen muss das hier abgebildet werden. Wäre das nicht relevant, wenn wir uns ausschließlich darauf fokussieren, was denn die zentrale Verwaltung der Universität macht, dann würden wir diesen Aspekt vielleicht komplett weglassen und nicht mitmodellieren. Aber auch hier bleibt erkennbar,
dass man sehr detailliert wissen muss, wie denn der Prozess in der Praxis funktioniert oder irgendwo Beschreibung haben muss, wie der Prozess funktioniert, weil nur dann kann ich beurteilen, ist das jetzt relevant. Und ich muss auch wissen, daneben, was der intendierte Einsatzzweck ist, weil nur dann kann ich beurteilen, brauche ich einen bestimmten Aspekt, ein bestimmtes Element oder kann ich ihn vernachlässigen. So, bei der Pragmatik wird es jetzt etwas kompakter. Wir haben schon gesagt, pragmatische Qualität ist sehr stark vom Modellnutzenden abhängig. Dementsprechend können wir hier, wenn wir uns ausschließlich aufs Modell beziehen, nur beurteilen, sind die Voraussetzungen gegeben, damit hohe pragmatische Qualität entstehen kann. Und dazu gehört die Eindeutigkeit und die Verständlichkeit. Die Eindeutigkeit bezieht sich darauf, ob die Elemente inhaltlich eingängig formuliert sind. Das heißt, dass keine Widersprüche aufweisen, dass es grundsätzlich nicht zu unterschiedlichen Interpretationen kommen kann nach Möglichkeit. Als positives Beispiel ist hier die Nummer 8 angeführt. Schauen wir mal, was das ist. Hier wird die Ware inventarisiert und die Ware ausgegeben. Das muss beides passieren. Es ist klar in der Beschreibung der Aktivitäten, also hier geht es jetzt wirklich um die Interpretation, der Beschreibung der Aktivitäten, dass sich beides auf die Waren bezieht, dass beides parallel ablaufen kann und dass dazwischen der Lieferschein zum Einsatz kommt, den braucht man fürs Warenausgeben nicht, aber für die Inventarisierung. Also es ist hier eindeutig abgebildet, was passieren muss oder kann, wenn die Ware eingetroffen ist. Bei der Verständlichkeit geht es jetzt um die ganz konkreten Formulierungen aus Sicht des Sprachgebrauchs. Also hier bei der Eindeutigkeit geht es um das Modell an sich oder um die Modellkonstellationen, Konstrukte, die in Verbindung eingesetzt werden, so dass eben da keine Widersprüche zum Einsatz kommen. Also nicht Ware ausgeben und Lieferschein inventarisieren, wäre jetzt ein negatives Beispiel, sondern Ware ausgeben, Ware inventarisieren. Hilft uns dabei zu verstehen, was tatsächlich passiert. Bei der Verständlichkeit geht es darum, die Formulierungen aus Sicht des Sprachgebrauchs zu formulieren. Das heißt, es geht darum, wer ist denn meine Zielgruppe und welches Vokabular kann ich denn verwenden, um dieser Zielgruppe das Modell verständlich zu machen. Es kommt also sehr stark darauf an, für wen baue ich das Modell, was haben die für einen Hintergrund, diese Personen, welche Vorbildung kann ich voraussetzen, so dass ich dann mir überlegen kann, was muss denn wirklich dort stehen. Wissen die zum Beispiel, was ein Bestellantrag ist, oder muss ich genauer sein, muss ich detaillierter beschreiben, was das ist, oder muss ich vielleicht ein konkretes anderes Wort verwenden, je nachdem, wer das Modell nutzen soll. So, das sind die grundlegenden Merkmale. Jetzt im nächsten Schritt kommen wir noch, aber nochmal überblicksweise dazu, wie man denn jetzt konkret messen könnte. Die einzelnen Metriken im 3QM-Framework sind jetzt diese Elemente, die in den weißen Kästchen in dieser Fischgrafik abgebildet waren. Die werden wir jetzt nicht im Detail durchgehen, das sprengt jetzt an dieser Stelle den Rahmen, ist ja nur bedingt relevant. Wenn man das 3QM-Framework anwendet, dann kann man sich an dem, was jetzt hier auch in der Folge in dieser Tabelle gegeben ist, orientieren. Es geht mir nur darum, grundsätzlich zu verstehen, wie diese Metriken ausschauen könnten. Metriken werden grundsätzlich, also Metriken sind immer Kennzahlen, ist was Messbares, irgendwas, was man an einem konkreten Wert festmachen kann. Und die werden unterschieden in absolute und relative Metriken oder Messverfahren. Absolutes Messverfahren zählt zum Beispiel die Anzahl von Fehlern ab und stellt diese einfach so in den Raum, erlaubt also eine absolute Abschätzung der Qualität eines Modells. Manchmal möchte man Modelle aber auch vergleichen und dann ist es natürlich abhängig davon, wie komplex ein Modell ist, wie umfangreich ein Modell ist. Bei den relativen Qualitätsverfahren oder relativen Metriken wird das dann noch berücksichtigt. Üblicherweise dividiert man zum Beispiel die Fehleranzahl dann durch die Anzahl der relevanten Elemente, wo ein Fehler hätte auftreten können. Sodass ich also eine relative Maßzahl dafür habe, wie hochqualitativ das Modell hinsichtlich dieser Kennzahl ist, also wo das Qualitäts,
Niveau denn konkret liegt. So, wie gesagt, für jede der einzelnen Merkmale, die wir besprochen haben jetzt, also Syntax, Wortsyntax, Satzsyntax, Textsyntax, Semantik, dort die, hoppla, die Korrektheit, die Relevanz, die Vollständigkeit und die Flexibilität, bei der Pragmatik die Eindeutigkeit und die Verständlichkeit, sind jetzt hier ganz konkrete Metriken definiert und ist auch definiert, wie die zu beurteilen wären. Das heißt, bei der Wortsyntax hätten wir zum Beispiel die Metrik Originalverstoß und wiederholter Verstoß. Wir unterscheiden also, ob ein Fehler nur ein- oder erstmalig gemacht wird oder ob es ein Folgefehler ist, also ob ein zum Beispiel bei der Wortsyntax ein Element, das in der Sprache eigentlich gar nicht existiert, einmalig verwendet wurde oder wiederholt verwendet wurde, weil man davon ausgeht, dass wiederholte Verwendungen dann leichter zu verstehen sind, also die Qualität nicht so groß, nicht so stark beeinträchtigen wie ein erstmaliger oder einmaliger Verstoß. Beim erstmaligen Verstoß muss ich mir überlegen, was könnte da jetzt gemeint sein. Wenn ich mir einmal überlegt habe, was gemeint sein könnte, dann habe ich bei wiederholten Fehlern vielleicht nicht mehr dieses große Problem. Also wo es denn bei dem ersten Originalverstoß um die Korrektheit der Sprachkonstrukte an sich geht, geht es hier um die Häufigkeit des Fehlers. So, das gibt es auch bei Satz- und Textsyntax, ohne dass wir da jetzt detailliert drauf eingehen. Bei der Semantik, wichtig beim 3QM-Framework übrigens zu verstehen, das ist komplett sprachunabhängig. Das heißt, das ist so konzipiert oder versucht, unabhängig von der Modellierungssprache Metriken anzusetzen, die für Prozessmodellierungssprachen an sich, Geschäftsprozessmodellierungssprachen an sich relevant sind. Jetzt kann es natürlich sein, dass bei bestimmten Modellierungssprachen die ein oder andere Metrik weniger wichtig ist, dass für bestimmte Anwendungszwecke die ein oder andere Metrik weniger wichtig ist, aber grundsätzlich ist es einmal sprachunabhängig, würde sich also auf die SPPM genauso anwenden lassen wie auf die BPMN. Was wären jetzt Beispiele für semantische Probleme, zum Beispiel falsch eingesetzte Ereignisse, also falsch jetzt im Sinne auf die Realität oder falsche Aktionen. Bei der Relevanz haben wir die Überflüssigkeit als Kriterium, das heißt, sind Aktionen drinnen, die für den intendierten Zweck überhaupt nicht relevant sind. Bei der Vollständigkeit geht es um fehlende Aktionen, also wo die Relevanz zu viel an Informationen bietet oder Probleme bei der Relevanz zu viel an Informationen bieten, haben wir bei Vollständigkeitsproblemen eher fehlende Informationen. Bei der Flexibilität geht es um diese Parallelisierung, das heißt Einschränkungen, die werden so verstanden, dass die Frage ist, werden in Wirklichkeitsausschnitt unabhängige Abläufe, also sind in der Realität Abläufe unabhängig und die Modell sequenziell abgebildet oder auch tatsächlich als parallele Abläufe abgebildet. Und bei der Pragmatik geht es dann um Redundanzen und Widersprüche. Also habe ich Modellteile mehrfach drinnen, das wäre die Redundanzen oder sind Widersprüche enthalten. Beziehungsweise bei der Verständlichkeit geht es darum, gibt es normierte Bezeichnungen und werden die auch tatsächlich verwendet oder abweichende Bezeichnungen. Das heißt, gibt es ein und dasselbe Ding, das ein und dasselbe reale Ding, auf das mehrfach Bezug genommen wird und wird dann immer das gleiche, der gleiche Begriff dazu verwendet. Im Rest der Tabelle findet man jetzt, wie das konkret gemessen werden könnte. Normalerweise bezieht sich das auf irgendwelche Zählverfahren. Das heißt, man zählt die Anzahl der Probleme, dann hat man die absolute Maßzahl. Wenn man es dann durch die Anzahl der Elemente dividiert, wo das Problem auftreten kann, bekommt man die relative Maßzahl. Und insgesamt ergibt sich daraus dann ein Satz an Kennzahlen für das Modell, den man jetzt unterschiedlich gewichtet in die, das ist hier nochmal beschrieben, in eine Gesamtmaßzahl einfließen lassen könnte. Also wenn man es wirklich so weit runterdrehen will, dass man mit einer Zahl die Qualität eines Prozessmodells festmachen möchte, dann aggregiert man jetzt diese Metriken, zählt sie also gewichtet zusammen, sodass dann am Schluss eine Zahl rauskommt oder eine Zahl pro Qualitätsdimension, Pragmatik, Semantik, Syntaktik. Wie diese Gewichtungsfaktoren sind, ist sehr schwer festzulegen und hängt sehr stark vom Anwendungsfall ab. In
fehlt jetzt hier im Skriptum, in der wissenschaftlichen Arbeit, die dem zugrunde liegt, wird dann vorgeschlagen, diese Gewichtungsfaktoren organisationsabhängig einmalig oder immer je nach Projekt zu erheben anhand eines strukturierten Prozesses, im Wesentlichen eine Expertenbefragung, die versuchen, diese Faktoren festzulegen. Das ist natürlich fürchterlich aufwendig. Die Frage ist, ob es wiederum einen Mehrwert bietet, ob man das auf einen Wert festmachen muss oder ob es nicht ausreichend ist, wenn man diesen Gesamtüberblick hat und so die Qualität eines Prozessmodells an unterschiedlichen Aspekten festmachen. So, das war's soweit mit der Qualität. Wichtig hier zu merken, diese unterschiedlichen Zugänge zur Qualitätssicherung, der konstruktive und der analytische Ansatz. Bei den analytischen, also beim konstruktiven Ansatz werden diese Guidelines of Process Modeling oder diese Grundsätze des ordnungsgemäßigen Modellierens, heißen sie, ganz interessant, wenn man die im Hinterkopf hätte. Bei den analytischen Ansätzen haben wir ohnehin nur diese auf der semiotischen Theorie basierenden Ansatz betrachtet. Mit Syntax, Semantik und Pragmatik sollte man auf jeden Fall was anfangen können und dann weitergehend am 3QM-Framework zumindest eine Idee haben, wie sich denn Probleme in der Qualität auf syntaktischer, auf semantischer und pragmatischer Ebene äußern. Auch wichtig im Hinterkopf zu behalten, die pragmatische Qualität eines Modells kann immer nur ein ermöglichender Faktor sein. Bei der Pragmatik geht es um die Nutzung des Modells, das hängt immer vom Nutzenden ab. Ich kann also im Modell nur sicherstellen, dass es grundsätzlich zu einer hohen pragmatischen Qualität kommen kann. Ich kann sie nie vollkommen sicherstellen. So, soweit einmal zur Modellqualität. Wenn wir jetzt ein qualitativ hochwertiges Modell haben für unseren Einsatzzweck, dann können wir uns jetzt anschauen, was wir mit diesem Modell weitermachen können. Einerseits auf unmittelbarer Arbeitsunterstützungsebene, das schauen wir uns im nächsten Thema an, oder im Prozesscontrolling auf betriebswirtschaftlicher Ebene, das schauen wir uns dann im übernächsten Thema an.